nächste Frage hat der Reitschuster. Lassen Sie es einfach. Hurra, die Bundespressekonferenz nimmt mich wieder auf. Das war gestern die Überschrift auf meiner Seite. Ich habe dann auch berichtet vom Brief vom Vorsitzenden, der sich faktisch entschuldigte, dass man mich herausgeschmissen hat, der auch gesagt hat, naja, verstehen Sie, was haben wir für einen großen Druck von oben? Und Sie wissen ja, der Vorsitzende ist per Du und offensichtlich auch freundschaftlich verbunden mit dem Sprecher von Olaf Scholz, dem Herrn Hebestreit. Lieber Steffen, du brauchst von mir keine guten Ratschläge über die Funktion und die Funktionsweise der Bundespressekonferenz. Das kennst du alles aus dem FF, nicht zuletzt aus den letzten Jahren als Sprecher des Bundesfinanzministers. Aber auch, weil du zwar nicht der erste Regierungssprecher bist, der Journalist war, aber einer der wenigen, der auch mal Mitglied des Vorstandes der Bundespressekonferenz war. Ja, lieber Matthias Feldhoff, die Latte könnte nicht höher liegen. Ich bedanke mich erstmal für die vielen freundlichen Worte, die ich so nicht erwartet hatte. Ich spreche Ihnen. Unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Da kennt man sich, da duzt man sich, da mag man sich. Und es gab dann schon einerseits Glückwünsche, dann andererseits Leute, die sagen, das geht doch gar nicht, oder das ist nur, weil sie den Putin kritisieren. Es war ein April-Scherz. Leider war es nur ein April-Scherz. Das stand auch im Text, aber nicht alle lesen ihn zu Ende. Naja, muss man irgendwo auch verstehen. Muss selber zugeben, kommt bei mir auch vor, dass ich dann etwas nicht zu Ende lese. Vielleicht war es schlecht geschrieben. Das hat ja oft miteinander zu tun. Aber die eigentliche Nachricht und das eigentlich Schlimme und der Grund für diesen April-Scherz ist etwas, was mich völlig fassungslos macht und was meinen Restglauben an den Journalismus, ja auch an den ausländischen in diesem Fall, oder zumindest den in Berlin, endgültig erschüttert hat. Ich hole kurz aus. Die Nowaja Gazeta ist die kritischste Zeitung in Russland oder eine der kritischsten, eine der letzten, die noch kremlkritisch sein kann, Anna Politkovskaya. Vielleicht erinnern Sie sich, die kannte ich auch, Kollegin, wurde umgebracht, Journalistin der Nowaja, insgesamt 6 Menschen, die mit der Nowaja zu tun haben, umgebracht. Und der Chefredakteur Dmitri Muratov, er hat den Friedensnobelpreis bekommen im Herbst und wir kennen uns sehr gut, wir mögen uns, haben einiges zusammen mitgemacht. Und anderer guter Freund dort ist Andrei Lipski, der stellvertretende Chefredakteur. Und darum haben die mich zu ihrem freiberuflichen natürlich Korrespondenten für Deutschland gemacht in Berlin, weil sie eben wussten, dass ich unter Druck bin, dass man hier versucht, kritische Journalisten mundtot zu machen, auf eine in meinen Augen völlig infame Art und Weise. Und ich habe die offizielle Bestätigung, dass ich deren freiberuflicher Korrespondent in Berlin bin. Und es gibt nicht nur den Verein Bundespressekonferenz, der, man merke, mich trotz dieser Tatsache, was ich denen auch mitgeteilt habe, dass ich für die kremlkritische Zeitung da drin bin, rausgeschmissen habe, hat, was wirklich also scheinheilig in meinen Augen ist und Doppelmoral. Also man sagt immer offiziell, ja, und wir sind jetzt Putin-kritisch und die ganzen Kreml-Propagandamedien, die sind noch in der Bundespressekonferenz, können da rein und mich hat man rausgeschmissen. Und der zweite Zugang zur Bundespressekonferenz, das ist der Verein der Auslandspresse. Und dort kann jeder Mitglied werden, der aus Berlin für ein ausländisches Medium, das vor allem im Ausland gelesen wird, berichtet. Und das ist durch die Nowaja Gazeta bei mir ganz klar der Fall. Und auf der Seite steht, man braucht eine Bestätigung von der Redaktion oder wenn man nur frei tätig ist, dann braucht man Arbeitsproben. Nun habe ich eine Bestätigung von der Redaktion gehabt, habe mich dort angemeldet und war eigentlich ziemlich sicher, dass das gehen muss, weil ich die Kriterien erfülle. Und der Rob Savelberg ist da drin, der niederländische Journalist, den ich auch schon interviewt habe und den ich mag immer. Und die stellvertretende Vorsitzende ist die Natascha Fiebig, auch eine Kollegin, die ich gut kenne. Und da dachte ich, selbst wenn es nicht aus journalistischer Solidarität ist, aber es müsste eigentlich nur eine Formsache sein. Dann kam zuerst die Antwort, ja, man braucht Arbeitsproben von mir, damit ich die hauptberufliche journalistische Tätigkeit nachweise. Vielleicht hat man gedacht, dass ich noch eine Kleingärtnerei betreibe nebenher oder eine Bananenzucht oder
dass ich weiß auch nicht, dass ich noch Straßen kehre nebenher oder was auch immer. Also man hat nicht geglaubt, dass ich hauptberuflich journalistisch tätig bin, was ja schon mal erstaunlich ist, und auch mit den Arbeitsproben die Bestätigung von der Redaktion ja da war. Da habe ich mir gedacht, naja, es war jetzt etwas merkwürdig, wenn man nicht glaubt, dass der Reitschuster Journalist ist und hauptberuflich, und habe denen das nachgewiesen durch den Journalistenausweis und durch die Arbeitsproben. Zwischenzeitlich musste die Nova Gazeta wegen dem massiven Druck, weil man Angst hat, dass Journalisten ins Gefängnis kommen, weil sie schon 2 Verwarnungen bekommen hat, musste temporär die Veröffentlichung von 9 Artikeln einstellen. Und hat das auch veröffentlicht, dass sie bis zum Kriegsende jetzt das einstellen, aber die Zeitung gibt es weiter und das ist auch alles da. Und jetzt bekomme ich gestern folgendes Schreiben vom Verband der Auslandspresse, das ich einfach mal vorlesen muss, weil es so unglaublich ist, dass ich es gar nicht richtig glauben konnte. Ich lese vor. Moment, wenn ich es finde, lese ich vor. Sehr geehrter Herr Reitschuster, auf der letzten Vorstandssitzung wurde erneut über Ihren Antrag auf Mitgliedschaft in den Verein der ausländischen Presse gesprochen. Da die Nova Gazeta als letzte unabhängige Zeitung Russlands ihren Betrieb einstellen musste, konnten wir Ihren Antrag auf Aufnahme in den VAP momentan nicht stattgeben. Der Vorstand bedauert sehr, dass Russland mit Nova Gazeta ein weiteres kritisches Medium verloren hat. Mit freundlichen Grüßen. Also, ich muss jetzt aufpassen, dass ich das nicht undruckreif kommentiere, weil man muss sich das wirklich vorstellen. Also man sagt immer, in Russland die Presse unter Gefahr und wird zensiert. Dann wird ein Medium dazu gebracht, dass es momentan nicht erscheinen kann. Und in Deutschland wird das dann, dieser Druck des Kremls, der wird dann benutzt und in meinen Augen als, ja, ich muss juristisch wieder aufpassen, wobei ist mir jetzt auch schon egal. Also ist mir jetzt wirklich egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Der wird als lächerlicher in meinen Augen Vorwand benutzt, um mich daran zu hindern, weiter kritische Fragen zu stellen in der Bundespressekonferenz, während Interfax, RIA Novosti, die ganzen Staatsmedien, die stramm auf Putin-Linie sind, die sind da Mitglied, teilweise auch im Vorstand, auch die Deutsche Welle, hier Staatsmedium. Ich will die jetzt nicht auf eine Stufe stellen, um Gottes Willen, obwohl ich die Deutsche Welle auch heftig kritisiere, aber es ist immer noch ein Unterschied. Und da ist man sich dann friedlich einig, dass man jemanden, den man ja nach der offiziellen Lesart jetzt, Russland, kritische Medien und so, müsste man die mit aller Kraft unterstützen, und man macht genau das Gegenteil. Für mich auch wieder ein Indiz dafür, aber das will in Deutschland niemand wahrhaben, dass Scholz zwar offiziell sagt, er unterstützt die Ukraine, offiziell Putin stark kritisiert, aber in Wirklichkeit, wie die Merkel, viel enger mit Russland ist, als wir glauben wollen. Und ich will da jetzt gar nicht aufführen, dass er ja schon in jungen Jahren als Jungsozialist mit Ostberlin enge Kontakte hatte und da offenbar auch ins Beobachtungsfeld der Stasi geriet. Wollen wir jetzt gar nicht darüber reden. Wir wollen ja auch keine Verschwörungstheorien machen, aber da ist etwas faul. Und die Berichterstattung der Medien, bis auf die Welt ist es, glaube ich, die ist da sehr gut, die negiert dieses Thema völlig. Und ich hätte so viele Fragen da auch an den Herrn Scholz. Aber dieses Narrativ, das ja die Mehrheit unterstützt, wir sind jetzt stramm auf Seiten der Ukraine und kritisieren Putin, das darf offenbar nicht hinterfragt werden. Ich weiß auch bei einigen Zuschauern, die sehen das anders. Aber das ist doch Demokratie, das ist doch Meinungsvielfalt, das ist doch Pluralismus, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann. Man muss nur rote Linien haben. Das habe ich hier auf dem T-Shirt aus meinem Shop. Ich glaube, da geht es um die rote Linie, die Würde des Menschen ist unantastbar. Keine Angst, ich ziehe mich jetzt nicht aus, um Gottes Willen. Nein, ich habe Ihnen das nur gezeigt. Ja, und dazu erzähle ich jetzt noch einen Witz im Backstage. Ich möchte mich bedanken, dass Sie zuschauen, dass Sie mir helfen. Und wie gesagt, wer möchte, dass ich wieder Fragen in der Bundespressekonferenz stellen kann? Gerade auch bei Lauterbach, da gibt es so viel zu fragen. Bei Corona, wie das jetzt weitergeht. Wer das möchte, bei dem freue ich mich um Unterstützung. Ich blende es jetzt hier ein, weil ich muss ja jetzt juristisch vorgehen. Ich hoffe, der Antrag ans Gericht ist jetzt bald fertig, ist mit Kosten verbunden. Also wer mag und kann, der möge mich unterstützen. Bitte nicht, wenn es die letzten Cent sind, das will ich nicht, das soll nicht wehtun. Vielen herzlichen Dank im Voraus. Alles Gute und der Witz, etwas Heiteres in dieser traurigen Lage im Backstage. Alles Gute. Danke. Ciao. Nächste Frage, der Reitschuster.
Ja, und das Backstage, weil ich diese Hemden jetzt öfter anhabe und ich hatte sie beim Fliegen gerade an und hatte sie dann am Flughafen, ich hatte sie unter dem Pulli und jemand kam mit mir ins Gespräch, das waren Schweizer, ganz liebe und nette Menschen und haben sie gefragt, was ich so mache. Da habe ich gesagt, naja, ich habe meine Seite. Und dann fanden sie das interessant und fragten sie, wo man die findet. Da habe ich meinen Namen gesagt. Dann haben sie das, wie schreibt man das? Und ich wusste, dass ich unter dem Pulli das Hemd habe. Ich habe das dann leicht hochgemacht und da war eben reitschuster.de. Und dann, die waren sehr humorvoll, diese Schweizer, und haben dann gesagt, das ist aber nicht praktisch, wenn sie sich jedes Mal ausziehen müssen statt einer Visitenkarte. Und dann habe ich mit meinem leider oder Gott sei Dank, wie man es nimmt, russischen Humor abgesagt, ja, Gott sei Dank wissen Sie nicht, was auf der Unterwäsche alles draufsteht. Und dann haben wir so gelacht. Und es endete dann damit, dass sie mir eine Schachtel ganz edler Schweizer Pralinen geschenkt haben, die sie mitgenommen haben. Also eine kleine, ganz edle. Und ich sagte, kann ich doch nicht nehmen, aber sie haben dann darauf bestanden. Also Sie sehen, so kommen die Menschen zusammen. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao und lassen Sie Ihre roten Linien nie übertreten. Ciao.